Ja, was machen wir heute? Dritten Schnitt im B-Truck vor unserem 4,30 Meter Mähwerk. Wir sind jetzt hier gerade auf unserer größten Wiese mit 8 Hektar. Einige werden jetzt lachen, aber für unsere Flächenstrukturen ist es das Größte. Alle Flächen recht rechteckig gehalten, also ganz entspannt. Ja. Und dann gucken wir mal. Ertrag dieses Jahr für den dritten Schnitt ist okay. Also ich bin zufrieden. Wir hatten vor 2 Wochen 70 mm Regen in 3 Tagen. Und das bringt uns halt auf jeden Fall richtig weiter. Ich schalte jetzt bei Standgas die Zapfwelle ein. Gebe dann meinen Handgashebel bis zum Rastpunkt. Ich habe hier auf dem Traktometer die 540er Zapfwellendrehzahl markiert. VDEO. Das nutze ich dementsprechend auch. Handgashebel an Rastposition gebracht. Und jetzt geht's los. In der Heckscheibe sieht man aktuell unsere Spider-App. Heute den ersten Tag in der Erprobung. Da ist ein Stein reingeflogen vom Mähwerk. Nicht die erste Scheibe, die unter dem Stein gelitten hat beim Mähen. Wie lange bist du heute schon dabei? Ja, ich habe heute Morgen gegen 5 angefangen. Läuft auch ganz gut, über 30 Hektar fertig. Also knapp 3 Hektar die Stunde. Das läuft alles. Was ist das Besondere am dritten Schnitt? Die Mähgeräte, die Grünlandgeräte, bleiben das ganze Jahr über sauber, weil es ist trocken. Beim ersten, zweiten und beim dritten Schnitt saugt man den ganzen Kram einmal richtig ein. Super! Das Mähwerk ist bekannt, es ist ein Krone EasyCut 4,30 Meter breit. Wir mähen ohne Frontmähwerk, wir schaffen knapp 2,5 Hektar, wenn es gut läuft auch manchmal 3 Hektar die Stunde. Ja, mit dem MB-Truck davor, sehr angenehmes Fahren durch die super gute Vorderachsfederung. Durch diesen Fahrkomfort ermöglicht einen das, dass man auch mal 16 bis 20 km/h fährt, wenn es schön glatt ist. Unsere Flächen hier in Fitzen sind ja eh alle recht rechteckig, das macht Spaß. Immer rechtzeitig die Messer wechseln, damit er sich nicht so quält und damit wir ein schön sauberes Schnittbild haben. Wenn man jetzt von hinten auf dem MB-Truck guckt, man sieht, das Mähwerk hängt nicht mittig hinter dem Truck, sondern leicht nach links versetzt. Wir haben die Unterlenker extra so eingestellt, dass er ein bisschen nach links hängt, weil er nach rechts Auslage hat und somit allgemein schon genug Last nach rechts rüber hat und dass die Zapfwelle immer möglichst gerade sein muss. Und hier ist es jetzt wirklich so, dass die Zapfwelle gerade zum Zapfwellengetriebe geht vom Winkel her und wir somit am wenigsten Verschleiß haben an den Kreuzgelenken. Und die Zapfwelle läuft so auch am leisesten, das ist am besten für alle Lager, Kreuzgelenke, top. So, dann geht's weiter. Ja, hier wieder ein klassischen Fall von Fix Malheur. Scheiße! Leck mir was! Hier ist so eine kleine Senke, da bin ich durchgefahren. Das
Gewicht hat vorne leicht gestuckt, also ist auf die Erde aufgekommen. Und dann ist die Kette gerissen, wo es mit gesichert ist. Und dann ist es leider abgesegelt, weil der Rahmen dabei auch noch gerissen ist. Das sehen wir hier jetzt. Also das ist eine Verformung im kalten Zustand und das ist jetzt Schrott. Nein, doch. MB-Trend natürlich nichts abgekriegt. Wir mähen jetzt auch einfach so weiter, ist kein Problem. Ist nur ärgerlich, dass wir jetzt das Gewicht hier nochmal wegholen müssen. Ja, dieser Schäkel hier hat nachgegeben. Aber jetzt geht's weiter, wir haben keine Zeit zu verlieren. Abfahrt, Abfahrt. Ja, das ganze Schwarze, was man hier so sieht, nicht so dicht ran, Philipp. Nahaufnahme. Das ganze Schwarze, also nicht mein Bart, sondern hier auf der Wiese, ist alles Wildschaden, also haben Wildschweine nach Eicheln und nach Eicheln. Aber ich weiß, was Eichelkäse ist. Wir haben Wildschweine der Regenwürmer gesucht und weiteren Boden nehmen, um ihr tierisches Eiweiß aufzufüllen. Und da versauen die uns so die Grasnarbe und wir haben den ganzen Sand im Futter und davon werden dann die Kühe krank. Ja, wir haben einfach ein riesengroßes Wildschweineproblem hier. Wie findest du deinen Stuhl? Ja, geil. Geht eigentlich, ja? Ja, ist nicht so bequem. Die schöne blaue Tonne. Witzig. Bequem.